Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn es geht heute um The Death of Stalin. Und das ist eine neue Komödie, wo es ja schwer anders darum gehen kann, außer um den Tod von Stalin. Aber der Film ist im Grunde eine Dramakomödie, recht lustig geworden, hat aber auch einige Schwächen. Das ist eine klare Anweisung, ihm einen Arzt zu rufen. Nein, nein, das sehe ich anders. Wir sollten warten, bis wir beschlussfähig sind. Beschlussfähig? Dieser Raum ist nur zu 3/4 bei Bewusstsein. Bist du noch im Schlafanzug? Ja, und? Wie der Titel des Films schon verrät, geht es um den Tod von Stalin, nämlich wie er 1953 sozusagen stirbt. Und es geht im Grunde darum, die ganzen Minister um ihn herum, das ist eigentlich ein freudiges Miteinander sein, aber danach geht es darum, wer wird sein Nachfolger und wie geht es weiter für die Sowjetunion. Und das ist schon die ganze Geschichte. Das Ganze wird natürlich relativ lustig, aber es geht auch natürlich darum, dass man es irgendwie vertuscht, dass Stalin gestorben ist, weil der ja so extrem hoch gelobt wird. Aber er ist halt auch extrem brutal gewesen und ja, manche wollen das ändern, manche wollen nur Teile ändern, manche wollen es halt ganz so lassen, wie es ist. Und das Ganze ist in einer relativ lustigen Komödie umgesetzt worden. An manchen Stellen wirklich echt zu lang, aber so, was Witz und Humor angeht, echt gut. Und kann man sich angucken, wenn es nicht so lang wäre. Deswegen von der Story her 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, haben wir hier bekannte und unbekannte Schauspieler. Aber die Bekannten und sowohl die Unbekannten, die machen hier echt einen guten Job. Wir haben hier Steven Buscemi, den kenne ich auch schon seit Ewigkeiten als Schauspieler. Dann Jeffrey Tambor, das sind so die bekanntesten, glaube ich. Also insgesamt ist der Cast gut. Nicht überragend, aber der Humor kommt sehr, sehr gut rüber. Deswegen sind also auch allein nicht nur durch die Wortwitze, sondern allein durch die Handlung und die Abstrusität teilweise oder die Absurdität. Dementsprechend, von dem Schauspiel her sind wir hier bei 3 von 5 Punkten. Ja, technisch ist der Film jetzt nicht überragend umgesetzt. Er ist an manchen Stellen ganz nett, aber durchweg solide, sauber, 3 von 5 Punkten. Ja, deswegen komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, mich hat der Film so ein bisschen enttäuscht, denn die Basis ist echt lustig und das Ganze hat auch einen sehr lustigen Ansatz, ist toll umgesetzt, was die Komik angeht und die Schauspieler, aber insgesamt zu lange. Der Anfang, es geht relativ schnell los, man denkt sich so, okay, ja, das ist alles ein bisschen abgedrehter Stranger, aber dann wird es irgendwie so, ja, und jetzt geht's weiter und es geht immer noch weiter und es geht immer noch weiter und gefühlt geht's immer um dieselben Themen und dementsprechend sind wir hier von meiner Empfehlung her nur bei 2 von 5 Punkten. Man sollte sich den vielleicht eher zu Hause angucken, wenn man mal Zeit hat, aber so insgesamt ist der Film halt echt nicht überragend, weil er so vor sich hin plätschert leider. Ja, dementsprechend sind wir hier insgesamt auch nur bei 11 von 20 Punkten, was halt so diese durchschnittliche Wertung auch rechtfertigt. Nicht überragend, habe ich mir definitiv mehr erwartet. Tja, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao!